Schweden. Ein Land wie kaum ein anderes auf dieser Erde. Schweden, das ist Ikea, das ist Köttbulla und das ist Vasa Knäckebrühl. Schweden ist aber auch das Land voller plätschender Gebirgsbäche, kristallklarer Seen und weiter Landschaften. Mit seiner unberührten Natur und seiner wilden Schönheit wirkt es einen unbeschreiblichen Reiz auf Abenteurer und Outdoor-Liebhaber aus. So zog es auch Julian und mich in die Wildnis. Und im Sommer 2012 machten wir uns auf in Lappland. Nur mit Rucksack als unserem ständigen Begleiter, bepackt mit allem, was eben ein Abenteurer so braucht, unter anderem 20.000 Müsli-Riegeln, stiegen wir in den Zug nach Lappland. Auf dem Weg zum Zug nach Stockholm, wo wir dann 24 Stunden lang fahren werden, bis wir endlich in Lappland, in Nordschweden angekommen sind. Und da kann es endlich losgehen mit dem Trekking. Das ist mir. Wir sind jetzt endlich angekommen nach 29 Stunden Zugfahren und Busfahren und bei McDonald's frühstücken sind wir nun endlich angekommen in Nikaluokta oder so ähnlich. Also wir haben eh keine Ahnung, wie das ausspricht, selbst die Schweden verstehen, was wir meinen, aber egal. Genau, und wir gehen jetzt nämlich zum Kebnekaise, noch so ein schwieriges Wort. Das ist der höchste Berg in Schweden. Es sind 90 Kilometer liegen vor uns, bis wir da sind, und von da aus machen wir uns dann auf dem Kungsleden oder Kungsleden, wie auch immer, kann ich auch nicht aussprechen, weiter Richtung Süden. Nun waren wir also endlich da. Auch wenn wir von der langen Fahrt recht kaputt waren, beschlossen wir noch am selbigen Tag aufzubrechen. Gesagt, getan. Wir haben gerade nochmal unser Gepäck gewogen. Julian trägt 23, ich 22 Kilo ohne Kamera. Also, ich bin froh, wenn wir endlich was gegessen haben und der Rucksack ein bisschen leichter wird. Aber es geht schon, noch können wir, sind gerade erst angefangen. Nach der ersten Mittagsmahlzeit waren unsere Rucksäcke dann auch schon ein wenig leichter geworden. Immerhin 350 Gramm. Und mit neuem Mut und neuer Kraft, gestärkt vom Mittag, machten wir uns ans Weitertreffen. Im Laufe des Tages spürten wir dann doch die Strapazen der Bahnfahrt. Und wir machten eine kurze Pause. Ich genieße das gerade richtig. Am liebsten werde ich jetzt furzen. Und noch eine? Wie weit laufen wir heute noch? Bis es dunkel wird. Aha, ha, 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 ha. Und noch einige. Wunderschöner Morgen mitten in Schweden. Wir können es gar nicht fassen. Wir haben gestern noch den Abend so ausklingen lassen bei Lagerfeuer und Stockbrot. Und heute werden wir dann noch ein paar Kilometer kloppen. Gestern haben wir so 18 Kilometer ungefähr geschafft, was für den ersten Tag eigentlich gar nicht schlecht ist, wo wir ja gar nicht so viel Übung haben. Und wir machen uns gleich weiter auf zum Kebnekaise dran vorbei und dann zum Kungsleden. Und so ging es also weiter, immer tiefer in die Wildnis hinein.
eine Herde. Sicher eine Herde? Ja. Ein Rudel. Man kann sie da drin sehen. Fast wären wir dran vorbeigelaufen. Doch da standen sie. Nur wenige Meter entfernt. Ein Rudel Rentiere. Beeindruckt schlichen wir näher heran. Was wir nicht wussten, uns würden noch tausende dieser Tiere im Laufe unserer Reise begegnen. Rentiere waren früher die Lebensgrundlage der Samen, der Urbevölkerung Lapplands. Jedes Jahr im Sommer werden die Tiere zusammengetrieben, früher mit Hunden, heute mit Quads und Helikoptern, um die Neugeborenen zu markieren. Boah, genial, ey. Gerade vor 2-3 Minuten sind hier so 10-20 Rentiere längs gelaufen. Freie Natur, völlige Wildnis. Und auf einmal stehen da so ein paar Rentiere vor uns. Die waren ja nun echt nicht weit weg von uns und die haben uns überhaupt nicht beachtet. Echt unglaublich, was man hier alles so sieht in Nordschweden. Südschweden. Nee, Nordschweden. Ja, ich find's echt... Ey! Nachdem wir uns im Schnee abgekühlt hatten, ging es weiter. Immer der Nase nach, ein Fuß vor den anderen. Mann, wir haben den Tag gefeiert, deine Handschuhe da. Sing. Nein. Langweilig wurde uns auf unserer Wanderung eigentlich nie. Gerade Schwedens Landschaft ist einfach so unbeschreiblich, beeindruckend und abwechslungsreich, sodass man nach jeder Talbiegung wieder etwas Neues entdeckt. Und wenn man nicht gerade Dauerparty machen möchte, lässt es sich da oben eigentlich recht gut aushalten. Wir wollen weiter. Wenn man so durch die Täler streift, fühlt man sich so manches Mal, als wenn man sich in Mittelerde befinde. Und es würde einen kaum verwundern, wenn Gandalf durch die Steppe reitet oder ein Hobbit einem die Trekkingmahlzeit klaut. Und immer wieder diese Rentiere. Solange wir uns im Hochgebirge bewegten, wurden wir ständig von ihnen begleitet. Im Hochsommer, wenn die Sonne kaum noch untergeht, ziehen sie sich in die Berge zurück, um den Mücken, die in dieser Zeit die Ebenen terrorisieren, zu entfliehen. Und wenn wir am Abend unser Zelt an einem rauschenden Bach, der übrigens wie eine Autobahn klingt, aufschlugen, lagen oder grasten die Rentiere um unser Zelt herum. Eigentlich hätten wir viel lieber einen Elch oder einen Bären gesehen, doch von diesen fanden wir nur Überreste. Ich glaub's einfach nicht, ey. Man läuft hier gerade so über die Insel, ja? Diese Halbinsel. Und da liegt direkt vor mir diese geile, richtig geile Elchschaufel, ja? Unglaublich, was man hier in Schweden erlebt. Wir haben vorhin schon Rentiergeweihe, 3 Stück, glaube ich, gefunden. Konnten wir gar nicht alles mitnehmen. Und jetzt habe ich auch noch diese
Elchschaufel gefunden, direkt hier am Wasser, wo keiner sonst längs läuft. Ja, ich wollte da hinten mal rumlaufen, so einfach ein bisschen rumgucken und so. Und da liegt ja diese Elchschaufel. Ich glaub's nicht.